Wir begehen in der Tat zum 40. Mal die Klausurtagung der CSU-Landesgruppe hier in Greuth. Und insofern ist es für uns eine Ehre, dass heute auch die Bundeskanzlerin zu dieser Jubiläumssitzung kommt. Das steht für uns im Mittelpunkt. Das zeichnet uns aus und unterstreicht auch die Bedeutung der CSU für die deutsche Politik. Wir werden mit der Bundeskanzlerin über die aktuellen Fragen unserer Zeit in Ruhe reden. Und es wird nach meiner Einschätzung ein sehr gutes Zusammentreffen sein. Sie kommt in einer Zeit, in der wir viele Herausforderungen haben. Herausforderungen, die sich insbesondere ergeben durch die Krisen und Kriege in vielen Teilen der Welt. Damit verbunden aber auch zunehmende Zahlen an Flüchtlingen, die nach Europa und zu uns ins Land kommen. Und damit neue, große Herausforderungen für alle politischen Ebenen mit sich bringen. Es wird in diesem Jahr um einerseits die wirtschaftliche Stärke Deutschlands und Europas gehen. Darüber werden wir sprechen. Wir dürfen keine Fehler machen, wenn es darum geht, die sehr gute Situation bei den Arbeitsplätzen, bei den Finanzen weiterzuführen. Wir werden natürlich auch über die große Herausforderung des letzten Jahres, die auch eine große Herausforderung dieses Jahres bleiben wird, reden, nämlich die Frage, wie wir die Flüchtlingsbewegungen bewältigen, wie wir die Flüchtlingskrise auch so lösen, dass Europa dabei gestärkt daraus hervorgeht.